Moin und willkommen bei Westmünsterland Barbecue. Wir testen heute mal einen Gasgrill aus dem mittleren bzw. unteren Preissegment. Und ein Gasgrill von Rösle, den Videro G4S. Freut euch drauf. Und hier haben wir das Ding jetzt stehen. Es ist verpackt noch und wir bauen den jetzt gleich erstmal zusammen. Damit wollen wir euch natürlich nicht langweilen, deswegen machen wir das jetzt erstmal so. Die Zeit werden wir natürlich stoppen und dann testen wir ihn gleich mal ein bisschen an. Eine Stunde haben wir gebraucht zu zweit, also ließ sich doch einfacher aufbauen, als ich dachte. Vor allen Dingen der große Korpus ist schon als eins geliefert, wie es eigentlich bei den meisten Gasgrills ist, dass man eigentlich nur noch ein bisschen unten rum und an der Seite zusammensetzen musste. Das geht relativ einfach und ist auch mit System gemacht. Insgesamt macht er wirklich einen guten Eindruck, hat vier Brenner, der Videro G4S. Das 4 steht für die Brenneranzahl. Da können wir hier einmal reingucken. So, wir haben also viermal diese Edelstahlbrenner, darüber diese Hitzeleitbleche, die durchaus etwas breiter sein könnten, dann verdampft auch mehr, aber das ist halt bei diesem Grill so. Darüber sind dann die Gussroste. Auch Gussrost finde ich persönlich eine super Sache, weil sich einfach die Hitze schön verteilt und schön auf den Punkt oben konzentriert bei den Gussrosten. Klar, man muss sie ein bisschen pflegen, also immer mit etwas Öl nach dem Grillen einreiben, aber zum Grillen an sich sind die schon sehr gut. Zur Ausstattung gehören hier natürlich die Steuerung der einzelnen Brenner. Dann haben wir noch hier an der Seite ein Seitenkochfeld, was sich über einen Brenner steuern lässt oder einen Regler steuern lässt, nämlich genau den hier. Die Zündung an sich erfolgt über diese Piezo-Zündung, also einmal reindrücken und zur Seite drehen, dann ist also für Gas gesorgt. Auf der linken Seite haben wir die bei Rösle sogenannte Prime Zone, ist quasi ein Infrarotbrenner, der dann auch bis 800 Grad gehen soll. Ist jetzt nicht der allergrößte, ne? Also für ein normales Steak reicht es, für ein Flanksteak wird es natürlich schon eng. Aber das ist bei den meisten Prime Zones, Sizzle Zones, wie sie auch alle heißen, eigentlich immer dasselbe. Benutzen, denke ich, werden wir gleich auf jeden Fall, dass wir mal ausprobieren, wie das Ganze funktioniert. Ja, wir haben Licht in den Drehreglern, finde ich persönlich auch eine sehr, sehr gute Sache. Lässt sich hier an der Seite steuern. Und dann haben wir hier vorne einen kleinen Lichtring, was auch eine sehr gute Sache ist. Wir haben hier das, was viele als Warmhalterost bezeichnen, was bei mir aber durchaus auch beim Grillen seinen Sinn erfüllt. Es ist ein vernünftiges Rost. Es liegt vernünftig auf und nicht im Deckel drin, dass es sich nach hinten wegklappt und möglicherweise hier alles runtertropft, wenn ich den Deckel aufmache. Nein, es bleibt hier schön über der Grillfläche, dass auch alles unten runtertropft. Bei der 2000er Version von dem Grill haben wir hier einmal die Fettauffangschale aus Edelstahl. Das war also bei dem Vorgängermodell noch nicht der Fall. Jetzt also wertiges Edelstahl, sollte also lange halten. Und lässt sich also auch leicht von hinten einfach reinschieben oder entnehmen. Wir haben eine Glasplatte hier oben drin, dass man also reingucken kann. Ich habe mich immer gefragt, na, wie lange bleibt die wohl klar beim Grillen, dass man auch tatsächlich noch was sieht innen. Auch das werden wir gleich mal ausprobieren. Die Leistung werden wir gleich mal ausprobieren. Es ist eine Edelstahl-Unterkonstruktion, das heißt, es dürfte etwas Leistung oder Hitze nach unten verloren gehen. Anders als bei Aluguss-Unterkonstruktionen, wo also die Hitze richtig schön im Grill bleibt. Hier unten haben wir jetzt zwei Türen mit Magnetschalter oder mit Magnet befestigt. Da haben wir die große Flasche, die hier auch rein darf und auch rein gehört. Ist natürlich super, dass die hier mit versteckt ist und nicht irgendwo daneben steht, was ich persönlich immer ziemlich blöd finde. Ja, so sieht das Ganze aus. Also macht durchaus einen ordentlichen Eindruck. Die Räder an sich sind, ich sag mal, grilltypisch immer ein bisschen pimpelig geraten. Also das Ganze sollte man jetzt nicht unbedingt über den Rasen schieben. Bei einer ebenen Fläche sind die sicherlich brauchbar. Aber da gibt es wahrscheinlich wenig Vernünftiges. Also selbst hochwertige Grills haben auch keine vernünftigen oder oftmals keine vernünftigen Räder dran. Ja, wir werfen den Grill mal an.
So, die Zündung sollte erfolgen, natürlich mit offenem Deckel. Und dann schauen wir mal. Ja, er brennt. Alle Brenner sind an, dann warten wir mal, wie hoch er geht. Auch die Prime Zone wollen wir mal eben einmal zünden. Das heißt, hier einmal drücken, einmal drehen. Jetzt leuchtet das Ganze rot. Hier ist jetzt eine E-Zündung, also mit Batterie. Das Ganze hat jetzt gezündet. Also normalerweise braucht sowas ungefähr 10 Minuten, bis es ordentlich heiß ist, bis wir tatsächlich auch 800 Grad anliegen haben. Auch da werden wir nachher mal ein Steakchen drauflegen und gucken uns das Ganze mal praktisch an. Nach 20 Minuten sind wir jetzt am Maximum angekommen, was die Temperatur angeht, 340 Grad. Nach 10 Minuten war er schon auf 300, was ganz gut ist. Für die letzten 40 Grad hat er sich dann doch ein bisschen gequält. Aber 340 Grad insgesamt reichen aus, wenn man hier an der Seite noch so eine Prime Zone hat oder einen Infrarotbrenner. Da kann man sicherlich alles mitmachen, was man machen möchte. Ja, wir lassen ihn jetzt noch mal ein bisschen wieder runterkühlen und dann machen wir noch mal den Toast-Test. Mal gucken, wie die Hitzeverteilung ist. Der Grill ist jetzt erstmal wieder ein bisschen runtergekühlt und jetzt legen wir mal Toast auf und gucken mal, wie gleichmäßig die Verbrennung oder wie gleichmäßig die Brenner hier steuern. Ja, alle Brenner an und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze gleich entwickelt. Wenn es qualmt, machen wir die Brenner aus und drehen die ganzen Toastscheiben um. Was übrigens auch noch ganz cool ist, wenn der Brenner an ist, leuchtet dieser Ring rot und nicht mehr weiß. Es fängt an zu qualmen und wir stellen mal alles ab. Und dann drehen wir die Scheiben mal um und gucken, wie die Hitzeverteilung so insgesamt ist. So, einmal umgedreht und da sieht man also tatsächlich, die Hitze konzentriert sich hier in der Mitte. Am schwächsten im oberen Bereich und hier am unteren Bereich. Aber insgesamt, wenn man so weiß, damit umzugehen, kann man damit sicherlich grillen. Gerade hier auch ist ein einigermaßen gleichmäßiges Bild, aber natürlich, wie gesagt, insgesamt am höchsten hier. Ja, dann knallen wir mal ein Steak drauf. So, den Brenner, den haben wir vorhin ja schon mal 10 Minuten angehabt, damit er einmal ordentlich durchbrennt. Machen wir wieder an. So, 10 Minuten haben wir jetzt die Prime Zone wieder aufheizen lassen und hier haben wir ein schönes Ribeye, natürlich von der Fleischerei Laschke aus Heek, also eine ordentliche Stärke auch und das legen wir jetzt mal schön auf. Also von jeder Seite ungefähr 90 Sekunden und wir haben hier echt eine wunderschöne Färbung drauf. Also der Seitenbrenner oder die Prime Zone funktioniert auf jeden Fall. Dann geben wir es jetzt mal hier auf unseren Grill, ruhig indirekt. Ich lege es mal oben drauf. Jetzt habe ich hier so ein super cooles Thermometer. Schmeiß mal rüber. Danke. Analog. Wir haben halt kein anderes Grad da. Und das Steak ist einfach zu dick dafür, dass ich hier jetzt anfange zu schätzen. Stecken es mal ein und warten mal ab. Wir haben es mal rausgenommen, nachdem wir geschätzt haben. Thermometer ist schon in der Tonne. Also kann man überhaupt nicht nachgehen. Also jetzt muss man ein bisschen schätzen und wir schneiden es jetzt mal an. Wir haben es kurz ruhen lassen.
Ja, ich würde mal sagen Medium. Länger hätte es auf keinen Fall drauf gedurft. Testen müssen wir natürlich auch mal. Ja, der Gargrad ist gut. Also man kann grillen mit dem Grill. Gutes Fleisch ist natürlich auch nicht schlecht. Wir haben noch ein bisschen mehr Steaks und noch ein paar andere Sachen. Die grillen wir jetzt gleich zusammen. Dann darfst du übernehmen, Sebastian. Er freut sich schon. Sein Grill. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Der kleine Überblick über diesen Grill. Wie gesagt, als Fazit durchaus für den Preis. Achso, Preis habe ich noch gar nicht genannt. 660 Euro inklusive Haube und Transport. Also vom Preis her sicherlich okay. Und für den Preis kann man sich sicherlich wenig Vergleichbares leisten oder kaufen. Von daher Daumen hoch von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, auch ruhig einen Daumen hoch für mich. Wäre freundlich. Kommentar, freue ich mich auch immer drüber. Und abonnieren, falls noch nicht geschehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rolf. Ciao.